Das 26. Mittelfränkische Jugendfilmfestival. Von Freitagabend bis Sonntag wurden 65 Filme gezeigt. Alle aus Mittelfranken und von jugendlichen Produzenten. Das Festival war wie schon die letzten Jahre gut besucht. Hallo, ich bin der Holger, ich studiere Chemie und habe jetzt als kleine Hommage an eine meiner Lieblingsserien den Film Baking Bread gedreht. Auf jeden Fall gut in Szene gesetzt und viel Glück, vielleicht klappt es ja mit dem Lobo. Ich mache mir jetzt keine allzu großen Hoffnungen, aber danke. Kurz vor der Preisverleihung steigt die Spannung. Es wurden Hauptpreise in den Kategorien Coming Up, Talent und Professional vergeben. Außerdem gibt es noch Sonderpreise und den Publikumspreis. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Preisverleihung des 26. Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Gut, wir sind gespannt. Der erste Platz in der Kategorie Professional geht an folgende Produktion. Mit der Zeit allerdings sind mir immer mehr Angewohnheiten des Huhns aufgefallen, die mich ziemlich geärgert haben. Herzlichen Glückwunsch an Leonard Silvestri, Felix Reichert, Hannes Ma, Alexander Hortmann und Julius Rosen für den Film Herr Peters und das Huhn. Das ist ein Kurzfilm, da geht es um den Herr Peters und bei dem zieht ein Huhn ein. Ja. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Idee, die kommt vom Hannes, einer, der den Film mitgemacht hat, heute aber leider nicht da sein kann. Und dem ist diese Idee irgendwann mal gekommen. Aber es gab jetzt keinen konkreten Anlass irgendwie dazu. Ein Filmhuhn, habt ihr euch den Dreh genauso vorgestellt? Den Dreh mit einem Huhn ist jetzt schon was ziemlich Spezielles. Also wir waren uns natürlich nicht zu 100% sicher, ob das alles so klappt, wie wir uns das auch vorstellen, aber spätestens im zweiten, dritten Versuch hat das immer geklappt. Also die waren erstaunlich zahm und haben auch das gemacht, was wir wollten. Also wir waren da am Anfang etwas skeptisch, aber dann sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben, weil es hätte natürlich auch mit den Hühnern, die irgendwie der größte, unkalkulierbarste Faktor waren, auch irgendwie ins Wasser fallen können, was es zum Glück nicht getan hat.